Auf 700 Quadratmetern finden Sie alles, auch für Ihren Sport. Eingehende Beratung durch Erfahrung und Kompetenz. Sportgeräte von namhaften Herstellern, Textildruck sowie Sport- und Fanbekleidung finden Sie bei uns zu fairen Preisen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. TTS, das größte Sporthaus in Trier und Umgebung. Klare Sache im 5-4-Topspiel Morschott gegen Matthijs. Bereits in der 4. Minute traf Sebastian Brückner nach Freistoß von Christian Backes zur Morscheider Führung. Gute 30 Minuten später war es erneut Sebastian Brückner, der eine Vorlage von Sebastian Rohles zum 2:0 verwandelte. Kurz vor der Pause erzielte Jens Braun das 3:0 für seine Mannschaft. Patrick Schneider hatte den Ball unhaltbar abgefälscht. Nach dem Seitenwechsel tauchte Brückner allein vor Matthijs-Keeper Martin Klein auf und hatte keine Probleme, zum 4:0 einzulochen. Nur 2 Minuten später verwertete Jens Braun eine schöne Flanke von Ralf Merz zum 5:0. In der 71. Minute war es erneut Patrick Schneider, der einen Schuss von Christian Krell unhaltbar abfälschte. Das halbe Dutzend war perfekt, dennoch ruhte Morschott sich nicht aus. 10 Minuten später erzielte Sebastian Brückner sein 4. Tor durch eine schöne Einzelleistung. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Markus Diendorf zum auch in der Höhe verdienten 8:0 Endstand für den SV Morschott. Ja, es ist schwer zu übersehen. Es ist Herbst geworden. Es ist ein kalter Wind hier auf den Morscheider Höhen. Ich stehe hier mit dem Trainer der Verlierer heute, mit Franz Josef Plang. Herr Plang, wie enttäuscht sind Sie über die Leistung Ihrer Mannschaft? Ich bin schon sehr enttäuscht. Nach dem 6:0 die vorige Woche, sich heute 8 Stück einschenken zu lassen, ist schon deprimierend für jeden Trainer. Ich muss aber sagen, wir kamen absolut von der ersten Minute nicht ins Spiel und mir den Platz absolut nicht klar. Und ich denke, Morscheid hat mit der Nummer 10 Brückner ein hervorragendes Spieler heute gehabt auf dem Platz. Ich glaube, er hat 6 Tore gemacht. Oder 5. Ja. Also war schon deprimierend für mich. Und inwieweit hat das frühe Gegentor Ihre Taktik komplett über den Haufen geworfen schon? Ja, ist klar. Wenn man so früh ein Gegentor kriegt und dann aus dem Standard ein dummes Foul an der Außenlinie und jetzt steht nach 5 Minuten, glaube ich, 1:0. Ist schon hart und dann am Gegnersplatz. Also wir waren heute in allen Belangen irgendwo nicht um Platz, schlechter. Man muss sagen, Morscheid hat hochverdient gewonnen. Das kann eventuell noch höher ausgehen. Man muss es so ausdrücken, aber es sind nur 3 Punkte für Morscheid. Und Tore zählen im Fußball bei uns, diesen Kreisklassen ja nicht. Nächste Woche ist dann noch ein Spieltag. Ja, nun hier bei mir Wolfgang Huber, Trainer des SV Morscheid. Ich bringe dem Verein offensichtlich Glück. Ich war ja hier schon beim 2:0 gegen Franzenheim. Da waren Sie sehr unzufrieden, dass die Mannschaft nach dem 2:0 zu passiv war, zu wenig weiter nach vorne gespielt hat. Ich denke, heute haben Sie da vieles besser gemacht. Ja, denke ich mal auch. Wie gesagt, gegen Franzenheim haben wir einfach das Fußballspiel eingestellt nach dem 2:0 und haben die eigentlich ein bisschen ins Spiel kommen gelassen, was ich eigentlich unverständlich finde. Und das hat man heute genau das Gegenteil gemacht. Heute habe ich auch in der Halbzeit noch gesagt, wir führen zwar 3:0, aber wir wollen trotzdem weiter offensiv nach vorne spielen, versuchen noch 2-3 Tore zu machen. Da hat jetzt natürlich ein 8:0 rausspringen, ist natürlich schon sehr super. Auch für Selbstvertrauen jetzt in den nächsten Wochen. Und die Mannschaft hat im Moment einen super Lauf. Die Verletzten sind im Moment am Zurückkommen und das merkt man auch. Der Konkurrenzkampf wird wieder ein bisschen gefördert. Und das merkt man auch sonntags im Spiel und im Training. Ich denke mal, der überragende Mann auf dem Platz heute, Sebastian Brückner, tolles Spiel gemacht, oder? Ja, es ist ein guter Fußballer. Er muss halt einfach noch ein bisschen an sich arbeiten. Die Mängel, die er noch hatte, muss er versuchen abzustellen. Aber im Großen und Ganzen ist er schon ein sehr guter Fußballer und man ist froh, dass man ihn haben. Und wie geht es jetzt weiter? Wie sind die Saisonziele jetzt weiterhin? Ja, wie gesagt, der gute 7. Tabelleplatz war ja auch ein bisschen so mein Ziel, so zwischen 5 und 10 oder sowas. Und wenn wir den 6., 7., 8. Platz im Ende der Saison behalten, kann man schon zufrieden sein. Für so ein Dorf wie Morscheid mit der Einwohnerzahl von 1000 Stück und das ist schon ein guter Erfolg. Ja. Vielen Dank, Herr Huber. Jetzt hier bei mir Sebastian Brückner, 4-fach Torschütze heute. Haben Sie schon mal 4 Tore in einem Spiel gemacht? Ja, in der Jugend, schon lange her. Ja, schon länger her, ja. Eins, was man ja mäkeln könnte, wäre die Chancenverwertung. Da waren eigentlich noch mehr drin, oder? War noch mehr drin, ja. Aber ich denke, 8 reicht. Und 3 Punkte sind wichtig. In welcher Höhe, ist egal. Wir haben ganz gut gespielt, denke ich schon.
denke, der Sieg war nie ernsthaft in Gefahr. Und wie gesagt, ich denke auch in der Höhe völlig verdienter Sieg. Ja, ich denke auch verdient. Haben ganz gut gespielt heute, denke ich mal. Auch keine Torchancen zugelassen, war mal die Hauptsache. Das war ein bisschen unser Problem, was wir in letzter Zeit hatten. Da sind wir im Moment dabei, uns zu stabilisieren. Und wenn wir das beihalten können und dann auch gegen die vermeintlich stärkeren Mannschaften auch ein bisschen stabiler werden, denke ich, wird noch eine ganz gute Saison. Okay, vielen Dank. Jetzt hier bei mir der Kapitän aus Matthais. Herr Greif, wie erklären Sie sich die Leistung heute? Ganz einfach, wenn man überheblich ins Spiel reingeht. Man hat 6-0 letzte Woche gewonnen. Gleiche Ausgangsposition, man guckt auf der Tabelle, denkt, der Gegner hätte auch schon viele Gegentore bekommen. Man wird ja heute locker aufspielen. Da kann man so ein Spiel schon direkt von vornherein haken, wenn dann die Halbmannschaft oder so teilweise zu überheblichen Zweikämpfe geht, unkonzentriert, der Mann nicht hinterherläuft und das Spiel einfach keinen Zweikampf annimmt. Kann man hier so ein Spiel gegen Morscheid, im Morscheid, wo das Publikum noch dahinter steht, da kann man nichts mehr drehen, nichts mehr wenden. Das ist jetzt schon teilweise fast gelaufen von Anfang an. Ich denke, das Spiel lief ja von Anfang an gegen Sie, ein frühes Gegentor bekommen, auch unglücklich und dann das abgefälschte Ding zum 3-0 kurz vor der Pause. Ja. Aber es war ja kaum ein Aufbäumen da in der zweiten Halbzeit, dass man das versucht hat, noch in Grenzen zu halten. Genau, wie heißt die Motivation, die hat man in der Kabine schon gemerkt, die ist schon ganz runtergegangen, weil wir, wie heißt nicht in die Zweikämpfe kamen, dann verletzungsbedingt sind manche angeschlagen, nochmal in die zweite Halbzeit gegangen. Und da wollten wir eigentlich sich nur noch anständig hier verabschieden und mit dem frühen 4-0 und dann direkt wieder 5-0 im Anschluss, da war die Motivation, das anständig noch rumzubringen, auch schon wieder direkt G0.